Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der gekreuzigte Bruder und der auferstandene Herr, er sei mit euch. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie alle zu dieser Eucharistiefeier, zu dieser Danksagungsfeier, in der wir Gott Danke sagen wollen für das Leben und Wirken des Priesters Edwin Erhard. Er hat immer wieder die Feier des Brotbrechens gefeiert und so die Gegenwart des Auferstandenen den Menschen vor Augen gestellt. Er war davon überzeugt, dass der Auferstandene die Wege von uns Menschen begleitet und dass er durch dieses Mitgehen Lebenshelfer ist für alle Situationen, die wir durchleiden müssen, an denen wir uns aber auch freuen dürfen. Sein Herz hat für die Seelsorge geschlagen und in seinem priesterlichen Dienst hat er vermittelt, dass Gott Menschen in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens nahe ist. Und er hat sich Gott gleichsam als Werkzeug zur Verfügung gestellt, dass die Menschen durch ihn dies erfahren. Er hat mit Sorge dafür getragen, dass Menschen spüren, ich bin nicht allein gelassen, egal was mir zustößt. Ich darf mit Gottes Heil rechnen, egal wie unheilvoll Situationen ich erlebe. Namentlich begrüßen möchte ich diejenigen, die mit mir hier im Chorraum stehen. Zum einen Peter Rüb, der Heimatpfarrer von Edwin hier in Wannungen, Thomas Kessler, der Domkapitular, der für die Diözese da ist. Pfarrer Thomas Echenbacher, der Pfarrer von Hammelburg, sozusagen Edwins letzter irdischer Chef. Und Gregor Groß, ein Freund von Edwin. Edwin hat ihn auch gebeten, heute uns die frohe Botschaft auszulegen, uns mitzunehmen in seine Gedanken, was er vielleicht uns sagen würde. Als Menschen wissen wir immer, dass uns nicht alles gelingt. Wir kennen unsere Schwächen und wir dürfen uns dennoch als Sünderinnen und Sünder und gerade deshalb vor Gott stellen, die Gegenwart des Auferstandenen feiern. Sein Erbarmen ist uns gewiss. Und so bekennen wir. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott zusammen. Nachlass, Vergebung und Verzeihung all unserer Schuld, all unserer Sünde schenkt uns der allmächtige und der barmherzige Herr. Amen. Seinem Wort uns hält bis zum Ende dieser Welt. Christus, der unsere Mühsal kennt, der uns beim Namen nennt.
ihm ruft in sein Licht. Christus, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, unser Vater im Himmel, wir sind vor dir, weil wir Abschied nehmen müssen von Edwin Erhard, der sich zum priesterlichen Dienst hat rufen lassen und der in der Nachfolge deines Sohnes dieses Dienstamt gelebt hat. Wir danken dir, Gott, für diesen Menschen, den wir geschätzt haben und der uns so plötzlich entrissen ist aus unserer Welt. Wir danken dir für seinen seelsorgerischen Dienst. Er hat deinen Namen unter uns kundgetan und uns das Brot des Lebens gereicht. Belohne seinen treuen Dienst und nimm deinen Diener und Priester Edwin Erhard auf in die Gemeinschaft deiner Heiligen im Himmel. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt. In aller Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich liebe den Herrn, denn er hat mein lautes Flehen gehört und sein Ohr mir zugeneigt an dem Tag, als ich ihn rief. Mich umfingen die Fesseln des Todes, mich befielen die Ängste der Unterwelt, mich trafen Bedrängnis und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an: Ach Herr, rette mein Leben. Der Herr ist gnädig und gerecht. Unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die schlichten Herzen. Ich war in Not und er brachte mir Hilfe. Komm wieder zur Ruhe, mein Herz, denn der Herr hat dir Gutes getan. Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen, meine Tränen getrocknet, meinen Fuß bewahrt vor dem Gleiten. So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn im Land der Lebenden. Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich sagte, ich bin tief gebeugt. Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan? Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, offen vor seinem ganzen Volk. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht. Dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, offen vor seinem ganzen Volk, in den Vorhöfen am Haus des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Sei mit euch. Aus der frohen Botschaft nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Er sagte: Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten. Der Herr, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm sogleich öffnen, wenn er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Das ist Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen Gottes. Liebe Familie, liebe Angehörige und Freunde, liebe Trauergäste, liebe Mitchristen und all ihr lieben Menschen hier ganz nah, und ganz weit weg. Als Schausteller vielleicht im lauten Rummel auf den Festplätzen oder als Gefangene und Mitarbeitende in den Haftanstalten, in euren Familien und in den Pfarrgemeinden, an den Wallfahrtsorten und in den Bildungshäusern. Euch alle möchte ich hier jetzt begrüßen mit Edwins persönlichem Gott zum Gruße, ihr Lieben. Mit traurigen und bewegten Gefühlen feiern wir heute den Heimgang des Menschen und Priesters Edwin Erhard. Was uns alle hier vereint, ist die tiefe und herzliche Verbundenheit, eine Verbundenheit, die jeder und jede von uns auf einzigartige und ganz persönliche Weise für Edwin empfindet. Edwin ist ein Rannunger Junge, der hier im Ort zusammen mit seinen Geschwistern in einfachen Verhältnissen aufwächst. Schon bald ist er von der Kirche im Ort fasziniert. Und als Ministrant interessiert er sich für alle Vorgänge in und um die Kirche herum. Das Kirchenjahr und die kirchlichen Feste werden ihm zur seelisch-geistigen Glaubensheimat, die ihn schließlich zum Theologiestudium
und in den Priesterdienst führt. Seinen Weg als Priester hat er vielen von uns im Mai 2013 im Einladungsschreiben zu seinem 40. Weihejubiläum vorgestellt. Dort schreibt er wie folgt. Gau Aschach, 10. Mai 2013. Liebe Geschwister, Freunde und Bekannte, am 24. Juni 1973 wurde ich im Dom zu Würzburg durch Bischof Josef Stangl zum Priester geweiht. Der bedeutendste und glücklichste Tag meines Lebens. Durch 40 Jahre hindurch habe ich diesen Beruf geliebt und keinen Augenblick bereut. Ich habe es nicht bereut, Priester geworden zu sein. Vielen Menschen bin ich in dieser Zeit begegnet, als Kaplan in Aschaffenburg Herz Jesu und Würzburg Heiligkreuz, dann als Religionslehrer an der Realschule Obernburg und Kuratus von Hausen im Spessart, als Rektor vom Jugendhaus und Landvolkshochschule Volkersberg und Kuratus von Volkers, als Pfarrer von Langenbrotzelten, Hofstetten und Massenbuch. Und in dieser Zeit war ich nebenamtlich Seelsorger für die Wehrdienstverweigerer und Zivildienstleistenden. 10 Jahre lang war ich Seelsorger an der Justizvollzugsanstalt Würzburg-Schweinfurt und Mitarbeiter in der Leitung der Notfallseelsorge im Dekanat Würzburg. Ebenfalls war ich Pfarrer in St. Albert und St. Jakobus in Würzburg für 5 bzw. 3 Jahre. Einige Jahre hatte ich damals auch den Seelsorgsauftrag für Schausteller, Zirkusleute und Zigeuner. 5 Jahre lang habe ich in Waldbrunn und in Eisingen in der Pfarrei ausgeholfen. Seit 3 Jahren bin ich nun mitarbeitender Priester in der Pfarreiengemeinschaft 7 Sterne im Hammelburger Land. Nach wie vor liebe ich meinen Gott, meinen Beruf und die Menschen und ich vertraue auf die Zusage des Apostels Paulus. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu, so schreibt Petrus in seinem 1. heiligen Brief. Man sieht, ich habe im Reich Gottes an vielen Glockenstricken geläutet. Besondere Freude hatte und habe ich an der geistlichen Begleitung von Wallfahrern. Allein mit dem Bayerischen Pilgerbüro war ich weit über 100 Male auf Wallfahrten in Rom, Lourdes, Fatima, in der Türkei, Syrien, Israel und Polen. Mit dem Freundeskreis unserer Wallfahrer bin ich seit 10 Jahren auf Buswallfahrten in vielen Ländern unterwegs gewesen. Die Wallfahrer sind meine große Familie geworden, ein richtig guter Freundeskreis. Euer Edwin. Von jungen Jahren an ist Edwin mit einer besonderen Geistesgabe gesegnet. Die Texte und Erzählungen der Heiligen Schrift werden in ihm lebendig. Jede alltägliche Begebenheit ist für ihn ganz konkret irgendwo mit einer Bibelstelle verbunden.
Als Priester gelingt es ihm dann, mit dieser einzigartigen Begabung die Worte der Schrift ins gelebte Alltagsleben seiner Zuhörer zu übertragen. Edwin ist vom Glauben und vom Geist der Heiligen Schrift durchdrungen. Und das wird für alle Menschen spürbar, denen er irgendwo auf seinem Weg begegnet. Er interessiert sich für unsere persönlichen Lebensgeschichten. Er kann aufmerksam und genau zuhören, und viele kennen dabei seinen aufmerksamen Blick und sein klärendes Nachfragen. Er ist den Menschen achtungsvoll und wertschätzend gegenübergetreten. Er war ein mitfühlender Mensch und er fand oft tröstende und ermutigende Worte, auch in schwierigen Lebenssituationen. Er handelte aus dem Herzen heraus mit großzügiger Hilfsbereitschaft. Er hatte den Mut, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen und beim Namen zu nennen. Und nicht zuletzt kennen wir alle seinen unverwüstlichen Humor. Ein Humor, bei dem er auch über sich selbst immer wieder gelacht hat. Endlos kann Edwin Anekdoten erzählen über Tragisches und Menschliches, von lustigen und von schrägen Begebenheiten, von erstaunlichen Zufällen und Zusammenhängen. Doch, obwohl Edwin jede Tischrunde stundenlang unterhalten kann, ist er niemals nur ein lustiger Clown oder ein oberflächlicher Alleinunterhalter, der den nächsten Applaus seines Publikums erwartet. Sein Fragen und Denken reicht viel tiefer. Edwin ist ohne seinen unerschütterlichen Glauben einfach nicht denkbar. Es ist ja nicht alleine der Mensch Edwin, der uns in unserem Herzen so bewegt, sondern es ist die Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes mitten unter uns, mit der er uns anrührt und die er uns in unser Leben hinein vermittelt. Edwin steht als Priester fest verwurzelt in seiner geliebten Kirche. Trotzdem hatten es beide nicht leicht miteinander. Edwin hat keine offene Frage verschwiegen und er hat an den Grenzen der Kirche so weit gekratzt und gerüttelt, bis es für manche Mitchristen schon unerträglich war. Sein Ziel war es jedoch nie, der Kirche irgendeinen Schaden zuzufügen. Aber er hätte gerne innerhalb der Kirche von innen heraus Entwicklungen schneller und weiter vorangetrieben. Edwin war ein fleißiger Mensch. Er lebte für seine Arbeit und er lebte von den vielen herzlichen Begegnungen durch seine Arbeit. Alleine an seinem Todestag stehen 2 Taufen und 2 Gottesdienste in seinem Kalender. Und auf seinem Schreibtisch liegen schon die Ansprachen und Verlaufskonzepte für die vielen geplanten Feiern im Juli und im August, die nun ohne ihn stattfinden.
über viele Jahre hinweg erscheint seine körperliche und seelische Gesundheit unverwüstlich zu sein. Doch in den letzten 10 Jahren lassen seine gesundheitlichen Kräfte doch spürbar nach. Edwin hatte seelische Schmerzen. Immer öfter zog es ihn in dieser letzten Zeit zum Alleinsein in die Wälder. Er erlebte seine Begrenztheit als Mensch und er suchte deshalb ganz bewusst die Nähe Gottes, an die er zeitlebens fest geglaubt hat. Mitten in seiner Arbeit, gegürtet, hat Christus ihn nun zu sich geholt. Und hier sind wir nun beieinander und müssen Edwin aus unserem irdischen Leben verabschieden. Er liegt ja noch als Priester gekleidet mit seiner Stola im Sarg. Eine Stola, die er selbst entworfen und gestaltet hat und in deren tiefere Bedeutung er uns in einem seiner geistlichen Impulse auf YouTube einführt. Edwin hat es ernst gemeint mit seinem Glauben an die Auferstehung, wenn er in der Osternacht immer wieder mit vielen von uns zusammen die neue Osterkerze feierlich in die dunkle Kirche hineingetragen hat. Und heute feiern wir seine Auferstehung. So nehmen wir nun Abschied mit Dank für alles Gute, das so viele von uns durch ihn erlebt haben, und im Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Edwin hat gewünscht, dass an seinem Sarg keine Erinnerungsworte, keine Dankensworte gesprochen werden. Wir entsprechen diesem Wunsch. Und dennoch wollen wir ihm Danke sagen und in Verbindung mit ihm eben auch Bitten vor Gott tragen, damit das, was er gelebt hat, weiter wächst und weiter wirkt in dieser Zeit, in der wir leben. So kommen wir mit unseren Fürbitten. Gott, du Schöpfer des Lebens, ohnmächtig stehen wir vor der Not des Sterbens, aber auch dann wissen wir uns gehalten von dir und in der österlichen Zuversicht tragen wir zu dir unseren Dank für den Seelsorger Edwin Erhard und verbinden damit unsere Bitten. Für die Verantwortlichen in der Kirche von Würzburg sage ich Edwin Erhard Dank für sein seelsorgerisches Wirken in den unterschiedlichen pastoralen Feldern. Ich bitte darum, dass wir alle miteinander als Christinnen und Christen in der Ortskirche von Würzburg umsetzen, was du uns als Auftrag gegeben hast, dein Wort zu verkünden und daraus zu leben und mit unseren Möglichkeiten Menschen in Not und Sorgen beizustehen.
Hilf uns mit deinem Beistand, ihr Leid zu wenden. Gott, du Schöpfer des Lebens, wir bitten dich. Als einer der Nachfolger von Edwin Erhard in der Leitung auf dem Volkersberg sage ich ihm Danke für das, wie er damals bis heute gewirkt hat. Ich möchte bitte für alle Jugendlichen und Heranwachsenden, die gerade auch heute mit vielen Fragen auf ihren Lebensweg unterwegs sind, dass sie Menschen begegnen, deren Herz für sich schlägt und ihnen anbieten, wo für sie Stärkung und Kraft auf dem Lebensweg zu finden ist. Gott, du Schöpfer des Lebens. Ich danke dem Priester Edwin Erhard für seine pastorale Tätigkeit im Gefängnis, die Begegnung mit Menschen, die einer besonderen Ansprache bedürfen, weil sie oft genug mit sich selbst, mit ihrer Familie, mit der Welt und mit Gott im Clinch liegen, dass sie ihnen Menschen begegnen, die sie nicht verurteilen, sondern ihnen Lebenshelfer sind. Gott, du Schöpfer des Lebens. Ich möchte Danke sagen für seinen Dienst als Notfallseelsorger, weil er gerade auch in diesem pastoralen Feld allen deutlich machte, was Seelsorge ausmacht. Sich in eine Notlage rufen zu lassen, da zu sein in schwierigen Lebenssituationen und einfach Kirche bei den Menschen zu sein, die jetzt jemanden brauchen. Ich möchte bitten für all die Menschen, denen Edwin Erhard so begegnet ist, dass sie einen Weg in die Zukunft gefunden haben. Gott, du Schöpfer des Lebens. Edwin Erhard hat neben seinen vielfältigen Tätigkeiten in der Sonderseelsorge auch in der Pfarreiseelsorge mitgearbeitet. Die letzten Jahre in unserem pastoralen Gebiet, 7 Sterne im Hammelburger Land. Durch die Seelsorge möchte die Kirche Menschen in unterschiedlichen Situationen nahe sein. So eine Leitidee für uns als Kirche. Ich danke Edwin Erhard, dass er dies überzeugend gelebt hat. Und ich bitte darum, dass viele Getaufte ihrer Verantwortung gerecht werden und so in der Zukunft auch als Seelsorgerinnen und als Seelsorger wirken, indem wir alle lernen, füreinander da zu sein. Gott, du Schöpfer des Lebens. Edwin war tief verwurzelt hier in unserer Heimatgemeinde. Und er hat am Leben von uns allen hier teilgenommen. Er ist der Nachbar geblieben, der ansprechbar war. Für dieses so gelebte Priesterbild danken wir ihm und wir bitten für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass es ihnen gelinge, mit einem biblischen Wort jedem Rechenschaft zu geben, der nach der Hoffnung fragt, die uns erfüllt. Gott, du Schöpfer des Lebens. Auch in unserer Familiengeschichte gehören leider der Tod und Krankheit dazu. Ich danke Edwin, dass es ihm gelungen ist, uns zu vermitteln, was er selbst zutiefst geglaubt hat.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bitte darum, dass alle, die um Edwin trauern, dieses trösterliche Wort für ihr trauriges Herz als Medizin erfahren. Gott, du Schöpfer des Lebens. Gott, wir danken dir, dass wir nicht ohne Hoffnung leben müssen. Du schenkst uns immer wieder Zutrauen in deine Verheißungen. Dafür danken wir dir in Zeit und Ewigkeit. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir feiern das österliche Mahl für den verstorbenen Priester Edwin Erhard. Lass ihn in der Ewigkeit unverhüllt schauen, was er hier auf Erden so oft gefeiert hat. Das Mahl, mit dem du uns Anteil gibst am Leben und Sterben und Auferstehen deines Sohnes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie an den Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, barmherziger Vater, immer und überall zu danken. Durch unseren geliebten Sohn, Jesus Christus. Durch ihn gab es uns sterblichen Menschen die Hoffnung auf ewiges Leben. Durch ihn offenbarst du deine Liebe zu uns. Gerade dann, wenn wir mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert sind. Ihm hast du die Macht gegeben, den Tod zu überwinden. Und die ganze Schöpfung zu neuem Leben in deinem Licht zu führen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, mit allen Heiligen, den Lobpreis deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell allen Lebens, der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles an. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleuten und Eheleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Bruders, deines Priesters Edwin Erhard, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Bonifatius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Hier in der Kirche hat der Glaubensweg von Edwin begonnen. Hier wurde er getauft. Hier wurde er ein Kind Gottes. Mit ihm dürfen auch wir Gott Vater nennen. Wir dürfen beten mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat und die uns Kraft geben können, aus der Verbindung mit unserem Vater im Himmel die Kraft zu finden, die wir brauchen für unser Leben. Und so beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Auferstandene tritt in den Kreis der Seinen und spricht zu ihnen das Wort vom Frieden. Auch hier und heute ist er gegenwärtig. Auch hier und heute schenkt er uns den Frieden Gottes. Und so beten wir, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, auf das, was uns trennt von dir und untereinander, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Schenken wir einander einen offenen Blick, ein freundliches Zunicken als Zeichen für Frieden und Versöhnung. Seht gebrochenes Brot und erkennt den Auferstandenen, das wahre Osterlamm, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Wer von diesem Brot isst, wird leben, auch wenn er stirbt. Zum Austeilen der Heiligen Kommunion. Wir teilen hier in der Kirche an vier Orten aus. Vorne zwei, eine im hinteren Bereich und eine auf der Empore. Und wir teilen auch vor der Kirche die Heilige Kommunion aus.
Schenke du die Einheit, die wir suchen auf der Welt.
Guter, uns Menschen liebender Gott, du kennst das Leben von Edwin. Die Zeiten seines Lebens sind dir vertraut, mit allem, was sie ihm geschenkt oder auch genommen haben. Die Jahre seines Lebens kennst letztlich du allein, mit allem, woran er sich gefreut oder auch gelitten hat. Die Tage seines Lebens sind dir alle gegenwärtig, mit allem, worüber er gestaunt hat oder entsetzt war. Die Schätze seines Lebens sind geborgen bei dir, mit allem, wofür er gelobt oder auch beneidet worden ist. Die Schatten seines Lebens sind bei dir in Licht gehüllt, mit allem, was ihn geängstigt oder auch gestärkt hat. Die Bruchstücke seines Lebens fügst du zu einem großen Ganzen, mit allem, was sie in ihm berührt oder hinterlassen haben. Das Geheimnis seines Lebens ruht in deinem Herzen, mit allem, was sein Herz bewegt, bedrängt oder auch höher hat schlagen lassen. Herr, lass ihn ruhen in deinem Frieden. So wollen wir beten. Guter Gott, in dem heiligen Mahl, das wir gefeiert haben, hast du uns eine Vorahnung des neuen Lebens verkosten lassen, das du für uns bereithältst. Schenke deinem verstorbenen Diener, dem Priester Edwin Erhard, der immer wieder dieses österliche Mahl gefeiert hat, die Erfahrung, dass er jetzt Anteil hat am himmlischen Mahl, dass du ihn bedienst. Auf Erden war er dein treuer Diener, der Menschen das Geschenk des Glaubens angeboten hat. Lass ihn im Himmel deine Herrlichkeit nicht nur glaubend bekennen, sondern schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Und so grüßen wir die Gottesmutter. Seiner Taufgnade hat Edwin geliebt. Seinen priesterlichen Dienst hat er geliebt. Zu unserem Gott, der ein Vater des Lebens ist, dürfen wir kommen. Wir dürfen unsere Zuversicht, dass er für uns sorgt, wie sein Priester Edwin Erhard für uns gesorgt hat, in das Wort des Psalmes 23 nehmen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen. Zum Ruheplatz am Wasser führt er mich. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden in der Kraft seines Namens. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stock geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Nur Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und wohnen darf ich im Hause des Herrn für lange Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus Christus, durch deine Menschwerdung hast du uns Anteil gegeben am Leben Gottes. Herr, erbarme dich. Durch deinen Tod hast du uns das Tor zum Leben geöffnet. Christus, erbarme dich. Durch deine Auferstehung hast du uns die Hoffnung auf ewiges Leben geschenkt. Herr, erbarme dich. Gott, du Hirt deiner Gläubigen, du hast deinen Diener, Edwin Erhard, zum priesterlichen Dienst berufen.
Wir danken dir, dass er uns dein Wort verkündet und uns das Brot des Lebens gereicht hat. Du weißt, wie er für dich und die Menschen gewirkt hat. Du kennst seinen Einsatz und die Frucht seines Mühens. Führe alles zum Guten und schenke ihm den Lohn für seinen Dienst. In deinem Licht lass ihn schauen, was er uns im Glauben bezeugt hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Zu unserem Herrn Jesus Christus beten wir voll Vertrauen für unseren Bruder Edwin Erhard. Erlöse ihn, o Herr, von aller Schuld, durch deine Menschwerdung, durch dein Kreuz und Leiden, durch deinen Tod und deine Auferstehung, durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Das Pilgern gehörte zum Leben unseres Verstorbenen. Wir haben es gehört. Und wir dürfen immer daran denken, dass wir auf dieser Erde nur Pilger sind, Fremdlinge, unterwegs zur ewigen Heimat, die uns durch Gott bereitet ist. Und so begleiten wir dann den toten Leib unseres Verstorbenen zu seinem Grab. Wir geben ihn aus unseren Händen und legen ihn in die Hände des lebendigen Gottes. Denn niemand lebt für sich selbst. Niemand stirbt für sich selbst. Wir leben und sterben für Gott, unseren Herrn. Ihm sind wir zu eigen. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen und durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen.